Das folgende Video ist für Zuschauer unter 18 Jahren nicht geeignet. Das ist Magie. Auch nicht schlecht, nehme ich mal mit. Ist ein mächtiger Gott. Der unbefleckte Vater spricht euch von all euren Sünden frei. Kann er uns wirklich ohne Beichte die Absolution erteilen? Würde ein Bischof lügen? Versprich mir, dass du auf Francesco aufpasst. Ich werde ihn wie meinen eigenen Bruder beschützen. Oh, sehr gut. Sehr gut. Wir haben Beatrice das Versprechen gegeben, auf ihren Bruder Francesco aufzupassen, der mit ihm in den Kreuzzug ziehen musste. Oder freiwillig gezogen ist, weiß ich nicht. Ich denke mal, er musste. Und er hat in Frage gestellt, was der Bischof gesagt hat, ob der Gott wirklich solche Sünden oder generell alle Sünden vergeben würde, was in so einem Kreuzzug passiert. Ja, und darauf Dante dann ganz trocken nur, ob ein Bischof denn lügen würde. Die Frage lasse ich mal so im Raum stehen. Orpheus, wen haben wir hier? Griechischer Dichter und Musiker, der seine Liebste verlor, als er sie aus der Unterwelt zurück ins Leben führte, wurde verdammt, weil er dem Willen der Götter trotzte. Der seine Liebste verlor, als er sie aus der Unterwelt zurück ins Leben führte. Das ist doch genau das, was wir gerade machen, oder nicht? Wurde verdammt, weil er dem Willen der Götter trotzte. Nein, ich mag dich, Alter. Du bist cool, du hast gute Absichten, du rennst deiner Perle hinterher. So, jetzt kommen wir das erste Mal zum Erlösen. Jetzt kommen diese komischen orangenen Kugeln. Und, ja, man kann sich eigentlich denken, was ich machen muss, ne? Die Kugeln fliegen zu den Tasten hin und ich muss dann die Tasten drücken, auf dass ich dann die Seelen alle einfange. So, 10 haben wir schon. Ich weiß nicht, wie viele man hier kriegen kann. Keine Ahnung, ich weiß nur, dass es hinterher schwerer wird. Es kommen viel mehr von diesen Kugeln, es kommen negative Kugeln, also welche, die mir welche abziehen. Das gibt's aber, glaube ich, jetzt noch nicht, ne? Ne, ich glaube nicht. Das Beste an diesem Erlösen ist, dass wir Bonusseelen kriegen, und zwar in dem Fall knapp 1000. Also ist Erlösen theoretisch gesehen immer besser als Bestrafen. Aber praktisch gesehen ist mir das völlig Wurst. So, ich bestrafe und erlöse den, den ich cool finde oder halt nicht cool finde. So, dieser Move ist auch ziemlich gut, den will ich aber nicht machen, weil ich den noch nicht machen kann. So, du bist doof, dich mag ich nicht, und was kannst du? Ach, das ist mit weiteren Gegnern, ne? Das ist der Blockangriff, den brauche ich auch nicht. Ne, ich warte erstmal, bis ich Stufe... Ah, toll, noch 40 Punkte, dann bin ich Stufe 2. Yay. Na gut, müssen wir erstmal weitergehen hier. Können wir wieder eine Wand lang klettern. Jo. Und jetzt geht das Türchen zu. Der Archeron. Da befinden wir uns jetzt drauf, auf dem Schiff. Die wollen überhaupt gar nicht sterben, diese Skelette hier. Nennen sie mal Skelette, obwohl es eigentlich auch nur so Verdammte sind, glaube ich. Na, nicht schon wieder diese Kackvögel, ey. Kommt, ihr müsst zuerst sterben, meine Freunde. Heilig ist eigentlich mal ein ganz guter Zeitpunkt, die Magie auszuprobieren. Ja, hier, Weg der Gerechten oder wie auch immer das hieß. Was bringt es das? Frage ich mich gerade. Eigentlich nicht so, oder? Ich meine, ich setze sowieso nie Magie ein und da ich hier eh nur diesen einen Spruch habe, kann ich den eigentlich auch mal ausprobieren. Jetzt ist meine Magie aber leer. Ich habe unten schon den Brunnen gesehen dafür, aber... Ja. Schon wieder diese Kackvögel. Autsch. Diese kleinen sind irgendwie viel gefährlicher als die großen. Ah, ich kann ihn angreifen. So, jetzt willst du erstmal zerrissen und ich steige ein Level ab. Bitte zeig mir das jetzt nicht in dem scheiß Fenster an. Okay. Weiter. Ah, Mist, du hast mich voll getroffen, du kleiner Penner.
Ach ja, stimmt. Ich habe jetzt diesen coolen Move dazu bekommen. Den habe ich ja voll vergessen. Das ist so ein richtig weitreichender Schlag. Ja, und damit kann ich fast alles treffen. Der ist nochmal upgradebar, dieser Schlag. Und da kriege ich hinterher noch einen Teil der Combo. Das ist richtig gut, weil er nämlich wahnsinnig vernichtend wird hinterher. Das ist so ziemlich mein Lieblingsschlag mit der Sense. Ah, mir fehlt das voll, dass danach nicht weitergeht. Also wenn man den Schlag kennt und man den dann ohne diesen letzten Combo-Punkt machen muss, dann stört das voll, dass der fehlt. Nix da. Ich werde dich jetzt bestrafen, weil du ein böser Junge warst. Oh, jetzt werde ich nicht. Vielleicht ist alles vorbei. Jetzt kommt wieder so ein dicker Typ hier. Was wir damit machen müssen, wisst ihr ja? Naja, reg dich auf, mein Freund. Ich gehe mir erstmal ein bisschen Magie wiederholen. Ich bin den Weg der Gerechten gegangen, würde ich mal sagen. Okay. Oh, ich tue es schon wieder. Keiner kann mich daran hindern. Leben, 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 leben. Ja, ist klar, dass ich jetzt zu langsam war. Zumindest wenn diese kleinen Kackviecher da nicht bei wären, würde mich das gar nicht so hart stören. Bei diesem Dicken alleine, der kann nichts. Nein, nein, nein. Und ich konnte mich nicht bewegen. Ey, ich will nicht sterben. Ich sterbe doch gleich. 1000%ig, weil diese kleinen Kackviecher mich in Ruhe lassen. Okay, jetzt ist der Große alleine. Jetzt muss ich ihn nur weglocken, dass ich hinten an dieses Leben rankomme. Ach, da ist noch so ein kleiner Scheißhaufen. Gut ist, dass der mithilft, den Kleinen dazu verprügeln. Jetzt hab ich ihn abgelenkt, haha. Nein. Jetzt geht er weg, boah, ich hab voll Schiss zu sterben. Jetzt aber, komm, 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 komm. Schnell, schnell, schnell. Oh mein Gott. Also lauter ging es jetzt echt nicht. Tut mir voll leid, Leute, echt. Oh Mann, Mann, Mann. Ich habe ein bisschen an der Mikrofonposition gearbeitet. Was heißt gearbeitet? Ich habe ein bisschen dran rumgefeilt, wie man mich wohl am besten hört. Aber das Problem ist, man hört mein Gamepad jetzt auch ziemlich gut mit. Deswegen versuche ich relativ leise zu spielen. Für gewöhnlich Button smashen ohne ein bisschen ausrasten ist ja nicht so unbedingt jedermanns Sache. Meiner übrigens auch nicht. Oder da. Meine Sache übrigens auch noch, wollte ich sagen. Ich komme ein bisschen durcheinander, weil dieser dicke Typ hier rumschlawenzelt und meint, mich fertig machen zu müssen. Und der trifft mich auch noch, diese Sackratte. Nein, ich kann vom Boden aufkommen, nicht angreifen und abhauen. Und jetzt langsam müsstest du doch mal wieder tot sein, oder nicht? Na also. Der hat im Übrigen immer dieselbe Kombination. Er ist X, Y und dann B. Ja, B hat man jetzt nicht gesehen. So, jetzt habe ich diesen Typen wieder. Und jetzt kommen wieder, glaube ich, so kleine Viecher. Und die größeren Viecher. Aber die können auch nichts. Weil da kann ich auch so drauf rumtreten und die machen einfach nichts. Außer mir Leben zu geben. Und das finde ich ziemlich nett, ehrlich gesagt. Was war denn das jetzt? Habe ich jetzt gerade alle kaputt getreten mit einem Kick oder wie? Boah, ich bin ja voll gut. Ich bin sowas von bereit, in den Kreis der Hölle zu gehen, mein Freund. Wart's mal ab. So, du hattest mal einen Kopf, würde ich sagen. Ja, so stark ist der Typ. Der kann einfach so Menschen den Kopf abreißen. Oder Schiffen. Besser gesagt. Jetzt müssen wir uns beeilen. An dieser Stelle. Weil das fällt nämlich alles zusammen hier. Weil das Schiff da nämlich gegengefahren ist. Wir müssen jetzt hier schnell rüber. Und hoch. Und hoch. Ich weiß nicht, wie schnell ich sein muss. Ich hoffe, dass ich es schaffe. Ich muss jetzt gleich auch noch hier abspringen, aber ich weiß auch nicht mehr genau, welche Combo das war. X. Bitte irgendwas, was ich kenne. Y. B. Na toll, genau wie sonst bei dem Viech immer. Okay, gut. Und hier läuft immer noch alles aus dem Ruder.
Nein, 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 nein. Lass mich leben, lass mich einfach leben. Oh mein Gott, die andere Seite geht auch kaputt. Was mache ich denn jetzt? Nein. Oh mein Gott, hier kann ich mich festhalten. Boah. Epic-Zerstörer-Kombo ist epic, würde ich mal sagen. Ach, was ich noch gar nicht erklärt habe. Ich wollte gerade sagen, ich mache jetzt hier erstmal einen Cut, aber ich mache jetzt hier gar keinen Cut, weil ich nämlich jetzt spiele, solange ich Bock habe. Ich kann seitdem endlich wieder in Sessions aufnehmen, weil es hier jetzt nicht stört. Und dann werde ich das so einfach gleich mal ausnutzen. So, ich speichere jetzt hier. Ich werde zwischendurch irgendwann einen Cut machen. Ich denke mal, hier an der Stelle werde ich gleich irgendwann einen Cut machen. Ich mache einfach hier einen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Hey Leute, hier bin ich wieder. So, das gesehen, es war voll einfach. Verschmorte Diener. Was? Packe den explodierenden Schergen und wirf ihn gegen die zerstörbare Mauer, um weiterzukommen. Drücke RT, um den Schergen zu packen. Bestimme, wohin du ihn werfen willst. Ja, ist ja klar. Gegen. Pack. First try. Bester Mann auf dem Platz. Gibt's hier noch irgendwas? Kann ich hier sterben? Kann ich hier noch irgendwas finden? Hier ist irgendwie nichts. Voll langweilig hier. Was ist denn hier los? Von göttlicher Macht erschaffen. Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Nein, du lässt mich in Ruhe. So im One-on-One hast du nämlich keine Chance gegen mich ohne deine kleinen Fixgesichter. Vergiss nicht, dass meine Lanze stärker ist, mein Freund. Mann, da fehlt einfach noch so ein Move. Das stört mich richtig. Ich hoffe, wir kriegen den so schnell wie möglich. So, du bist jetzt auch ein bisschen auseinandergerissen, würde ich sagen. Du bist down. Ach, ich muss euch noch einen Move zeigen später. Finde ich auch ziemlich cool, aber bis jetzt habe ich noch keine Stelle gefunden. Ach so, schon wieder so eine Judas-Münze gefunden. Na denn? Was geht bei dir, Bro? Dann geh mal weg. Du störst mich hier. Du quatscht mir eindeutig zu viel. Weil der Typ gibt nämlich haufenweise Seelen. Ziemlich cool. Und dann haben wir hier noch einen Seelenbrunnen. Und was ist das für ein Ding? Vielleicht kann ich es mir jetzt mal genauer angucken. Ach was. Beatrice-Steine. Du hast ja einen Beatrice-Stein gefunden. Finde 3 davon und die automatisch zu Dingsen. Bla, was wir im letzten Part vorgelesen haben. So, und was bist du jetzt für ein Ding? Kann mir das mal einer bitte sagen, das ergibt für mich so ultra gar keinen Sinn, was das Teil sein soll. Egal, ich mach's einfach kaputt. Was haben wir hier für eine Reliquie? Augen der heiligen Lucia. Sehr schön, zeig mal her. Kann ich das anlegen? Scheinbar, ne? Ja, sieht nicht aus, als ob das irgendwas benötigen würde. Dante hat die Chance, Angriffe abzuwehren, deren Schaden zunichte zu machen und den Gegner zurückzuwerfen. Abzuwehren? Wie, einfach so ohne Blocken jetzt oder wie jetzt? Egal, ich nehme dich einfach. Besser als gar nichts. So, die letzte verbleibende Tür machen wir jetzt mal auf. Und hier muss es jetzt notgedrungen weitergehen. Oh nein! Ich sah ein Feuer, das eine Halbwelt aus Dunkelheit verschlang. Ja, ihr seht richtig, das sind kleine Babys. Und ich meine, so wie es im Spiel jedenfalls gesagt, sollen das ungetaufte Babys sein. Also, das sind dann, ich denke mal, Babys oder Kinder, die noch vor der Geburt entweder versterben. Also, ihr wisst schon, Totgeburten und all sowas. Ja, und halt welche, die nicht getauft wurden, aber halt im Kindesalter oder Babyalter noch versterben an irgendwas. Ich denke mal, so welche sollen das sein. So wird es hier jedenfalls, glaube ich, auch irgendwo erklärt. Ich weiß aber nicht mehr genau, wo das alles stand. Ich glaube, da gibt es hinterher noch so einen Gegnerindex. Und da könnte man das gut nachgucken. Autsch. Ihr kleinen Scheißer. Warum habt ihr eigentlich Sensen als Hände? Das ist voll ungerecht. Ich habe nur eine Sense. Warum seid ihr so viele? Das ist viel ungerechter. Nein, lasst mich in Ruhe. Ah, komm.
versammelt euch vor mir, damit ich euch alle schön treffen kann. Autsch. Habe ich euch jetzt? Perfekt. Hier konnte ich doch gerade noch irgendwas kaputt machen, oder nicht? So, das war dann wahrscheinlich schon kaputt. Ach ja. Was ist denn hier für ein Gang? Oh, Vergil, hallo. Den ungesegneten Kindern, die ohne Taufe verloschen, bleiben die Tore des Glaubens für immer und ewig verschlossen. Der Limbus vermag ihr Leid nicht zu lindern. Okay, gut. Dann sagt er es uns auch nochmal. Sehr nett von dir. Ich dachte, ich hätte mir das jetzt irgendwoher ausgedacht, aber das konnte ja gar nicht sein. Ja, super. Erstmal holen wir uns den Seelenbrunnen hier. Hier haben wir gerade schon so eine nette, sich drehende, was auch immer das sein soll. Rasierklingen, irgendwas. Pipapo, ist mir auch egal. Auf jeden Fall müssen wir jetzt gleich schnell handeln. Weil wenn das Ding nämlich jetzt hier weggeht, sollten wir versuchen, so schnell wie möglich diese Tür hier aufzukriegen. Weil sonst haben wir ein Problem. Weil wenn das Teil nämlich wiederkommt und wir die Tür nicht offen hätten, dann würde der unsere Aktion abbrechen. Und wir müssten dann immer von neu anfangen. Und das könnte uns unter Umständen unser Leben kosten. Jetzt haben wir hier wieder eine Person, wer auch immer das diesmal sein mag. Elektra. Prinzessin, die ihre Mutter tötete, um den schändlichen Tod ihres Vaters zu rächen. Als ewige Strafe erkennt sie nun endlich den Zorn der Götter. Die eigene Mutter töten ist ziemlich assi, Alter. Genau, sei verdammt Sünder, Sünderin. Oder wie auch immer. Krass. Leute, macht das nicht, eure eigene Mom töten. Ihr landet in der Hölle und wenn ich dann Dantes Inferno spiele, dann hacke ich euch auch so auf. Ist so. Wow. Die Teile fliegen in die Luft. Wurde eben schon mal erwähnt. Ich neige dazu, sie zu packen und zu den anderen zu schmeißen. Hier, könnt euch eine Runde Explosionsparty mit euren Kollegen. Nix hier. So. Mann, hör auf mit der Scheiße. Kann ich dich vorher killen irgendwie? Komm, geh weg jetzt. Ich habe irgendwie viel zu viel Schiss vor dir. Weil wenn du platzt, bist du ziemlich gemeingefährlich. Kann ich hier noch lang gehen? Nein, auch nicht. Hier ist noch ein Seelenbrunnen. Haha. Den nehmen wir mit. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass da an dieser Wand was war. Aber scheinbar irre ich mich. Wo sind wir hier? Ne, da geht's weiter, da will ich noch nicht hin. Hier geht's nicht lang, also will ich doch nach rechts. Scheiße, wie peinlich. Hey, da oben ist eine Beatrice-Statue. Wie kommen wir da hin? Oder waren wir da schon? Hier ist was. Nein, da will ich noch nicht hin. Ach, da kann ich noch ein bisschen rumschnetzeln. Oh, halt mal kurz. Ich wollte gerade sagen, das war doch so ein Platzender, oder nicht? Ach, diese Kinder schon wieder, ne? Ich muss die irgendwie alle da hinten zusammengeprägt lassen. Das ist viel einfacher, die dann zu killen. Oh, ich glaube, ich hab's geschafft. Das war gar nicht mal so doof. Hast du es jetzt, oder was? Ahaha, bestrafe ihn. Weil er so böse war und sich mit mir anlegen wollte. Noch mehr von diesen kleinen Kindern. Die gehen mir echt auf den Sack. Ich wusste ja, dass Kinder nerven können, aber das ist schon eine Nummer zu viel. Stellt euch vor, eure Kinder gehen mit solchen Sensen auf euch los. Oh mein Gott, Horrortrip. Aber jetzt fällt mir gerade was ein. Ich bin nämlich hier sowieso noch ein bisschen zu früh. Diesen einen Weg konnte ich, glaube ich, lang gehen, oder nicht? Hier, und dann hätte ich hier nichts gesehen. Also, bis auf das, was da hinten abgeht, aber das sagt mir ja nichts, weil ich da nicht drauf komme. Da ist so ein komischer Typ. Ha. Das geben sie. Ja, geben sie nicht. Zum Glück. Wir könnten eigentlich schon wieder einen neuen Skill vergeben. Gut, das machen wir mal. Wo waren das? Ach, hier. Sogar perfekt. Was ist das hier? Nein, das war der nicht. Der ist das, den ich meine. Das ist der letzte Move in diesem Skill.
in dieser Combo oder was auch immer, wie man das nennen mag. Ich möchte jetzt aber erstmal meinen Lebensbalken erhöhen, weil der doch immer ziemlich nah am Ende ist. Jetzt gerade voll, aber das zählt nicht. Da ich Magie eh sehr selten einsetze, weil ich mehr so dieser Nahkämpfer oder mit den Kreuzen unterwegs bin, habe ich meistens mehr Leben als Mana. Die Teile kaputt mache, gibt Seelen. Zwar nur 50, aber Kleinvieh macht auch Mist, gerade in diesem Spiel.